Ich bin ein bisschen ratlos, wie es weitergeht, aber wahrscheinlich sollte ich dann auf den Fremden klicken, um mehr darüber zu erfahren, nachdem ich mit dem Schuft geredet habe. Es ist seltsam, dass ihr eure Zeit mit der Jagd nach Freunden verschwendet. Man kann seine Zeit mit nichts Besserem verbringen. Aber ihr bleibt bei keiner von ihnen. Ich habe nur eine gefunden, die es wert gewesen wäre. Aber sie ist mir entronnen. Ich verstehe. Ihr belästigt Frauen, um den Schmerz zu lindern. Ganz recht. Manchmal sollten sie mich belästigen. Nichts Neues? Reden. Wo ist der Templer? Nichts Neues bei dir, okay. Gut, dann rede ich mit dem Fremden. Magda hat uns im überfluteten Tempel gefunden. Jetzt sucht sie nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Haben Sie das nicht in der letzten Folge schon gesagt? Nur hatte sich die Quest irgendwie nicht aktualisiert. Jetzt aber schon. So, er hat sich ins Haus begeben. Ich folge ihm. Feuerresistente Bücher. Ich bin sicher, hier müsste es etwas Neues geben. Ha! Als wir auf das zweite Schwertstück des Fremden gestoßen waren, hat Magda uns aufgespürt. Sie ist uns ständig auf den Fersen. Wer ist sie? Sie behauptet, meine Mutter zu kennen, aber wie kann das sein? Dennoch müssen wir es vor ihr nach Wertham schaffen und das letzte Schwertteil finden. Dann machen wir das. Dann wollen wir doch mal sehen. Randalierende Kasper, dunkle... Ach, ich vermisse diesen Barden wirklich. So wie er Bartok und Horazon gesungen hat, hat er den schlimmsten Mann zu Tränen gerührt und dazu gebracht, sein Leben zu ändern. Immer die alte Leier über diesen Barden. Hör mal. Warum lernst du nicht einfach für uns zu singen, statt den ganzen Tag zu nörgeln? Nun, ich bin eben eher ein Kunstmäzen als ein Künstler. Erstens das. Zweitens hast du eine Stimme wie ein verwundetes Stachelscheusal. Auch wahr. Er hat die Stimme eines Engels. Dieser Templer, den ihr in die Stadt gebracht habt, mag den meisten verschlossen erscheinen, aber ich glaube, er hat ein gutes Herz. Sagt mal etwas über den Schurken. Ich weiß nicht, was mit dieser Stadt ohne Deckard Cain geschehen wäre. Sagt so etwas wie, könnte ich ihn mir mal ausleihen? Oh, na. Da zieht sie wieder los. Wenn ich nicht glücklich verheiratet wäre, dürfte die mich gern auf ein Abenteuer mitnehmen. Ich wette, sie brennt geradezu darauf, einen alten Sack mit Halbglatze mitzuschleppen. Nur zu. Er hat keine Halbglatze. Oder fehlen ihm irgendwo anders Haare an einer Stelle, die man nicht sehen kann? Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir vielleicht mehr Soldaten rekrutieren sollten. Was passiert, wenn wir wieder angegriffen werden? Wir haben gerade eine Woche lang hunderte wandelnder Leichen vor unseren unbezwingbaren Toren abgewehrt. Wir sind die härtesten Bastarde im Umkreis von 100 Meilen. Wer soll uns bitte angreifen? Stachelscheusale. Würde ich vermuten. Oh. Ich kann die Feuer selbst von hier aus erkennen. Wölfung steht in Flammen. Nur das wahre Böse lässt Unschuldige an einem Krieg leiden, mit dem sie nicht das Geringste zu tun haben. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass die Musik zu laut ist. Sound. Verglichen mit der
Habe ich es angewertet? Keine Ahnung. Verglichen mit der Lautstärke des Dialogs. Abscheuliche Dinge geschehen sogar, während wir uns hier unterhalten. Ich sehe eine Stadt in Flammen. Und einen alten Freund, der den ultimativen Preis dafür zahlt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Eure seltsamen Worte kommen mir bekannt vor. Hm? Oh, ihr könnt auch hell sehen. Nein, ich... Ach, vergesst es. Jetzt würde ich gerne mehr darüber wissen. Aber diese Option gibt es nicht. Gab es nie und wird es auch nie geben. Okay, Fährmann. Ich habe hier einen Obolus. Ich muss das Wasser überqueren. Nach Wortham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Das ist wahrscheinlich Gandalf mit seiner... mit seinem Pfeifenkraut. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Tod denen. Das sind Frauen. Wieso greife ich Frauen an? Oh je. Kein guter Tag, um ein Gentleman zu sein. Die Stadt ist voll von Magdas dunklen Kindern. Ist in der Nähe. Wie finde ich das? Ich habe nicht erwartet, dass ich Frauen angreifen muss. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten. Hat er sich umgebracht? Ich soll zur Kapelle. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Silent Hill. Die Kapelle. Die Kirche. Ah ja, bist du mein... Was ist das? Ach, du bist der Fährmann. Ich dachte, da würde etwas auf dem Boden leuchten. Funkeln. Die Kapelle war gesichert. Da konnten sie nicht rein. Die Monster. Wie sie es konnten. Ist hier etwas drin? Diese sehr linearen Wege erinnern mich an das erste Witcher. Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Sperrfeuer! Kommt etwas. Endlich wird das interessant. Ja, das war sehr interessant. Kinderspiel, du sagst es. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch unser Leben. Verhexen, Säurewolke. Die Kreuzritter Teil 2. So, ihr seid alle frei. Die jubelt. Massenverwirrung. Ich dachte schon Massenvernichtung. Ich bin eine Massenvernichtungswaffe. So. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarom, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden.
Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Virgil, nicht Dante? Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Bring ihm etwas Strawberry Sunday. Darüber wird sich Onkel Deckard freuen. Darunter soll ich? In die Kapelle? Mach ich gleich. Das ist aber stark. Magische Armbrust. Extrem mächtige Super Armbrust. Ja. Nein, das ist ein Bogen. Viel schneller als eine Armbrust. Wahrscheinlich. So, die kann ich verkaufen. Wieso packe ich die hier hin? Die will ich doch verkaufen. Wenn ich diese Stücke nicht wieder zusammenfügen kann, darf ich sie verkaufen? Nein. So, da, nach unten will ich ja nur die Sachen packen, die ich vielleicht behalten möchte. Was ist das? Beinschutz. Beinschutz, den du vielleicht gebrauchen kannst. Ich eher nicht. Intelligenz, Vitalität. Ja, okay, nimm es. Oh, gut. Nein. Und... Nein. Gut. Ich habe neue Fähigkeiten. Schlechte Medizin. Aber hier ist nichts neu. Ich habe hier etwas. Gigantoid. Der Koloss erhält die Fähigkeit Spalten, was es ihm ermöglicht, mehrere Gegner auf einmal anzugreifen. Mit Kälteschaden. Fetischarmee. Ach, so hießen sie. Genau, die Fetische. Aus Kurast. Seelenernte. Massenverwirrung. Paranoia hervor und verwirrt sie, sodass einige von ihnen betört werden. Brauche ich nicht. Interessant, aber brauche ich nicht. Opfer. Killt einen meiner Hunde. Und hier... Was hatte ich? Leben für jede geernteten Gegner oder... Was erhaltet für jeden 5% Mana? Die Hauptfähigkeit gibt mir schon Leben, also sollte ich Mana nehmen und nicht Leben. Übernehmen. So, hier habe ich etwas. Sperrfeuer ist noch nicht aktualisiert, aber ich habe die Säurewolke. Erzeugt einen sauren Regen, der sofort 300 Waffenschaden verursacht und anschließend über Zeit Waffenschaden. Ich mag das Geistersperrfeuer eigentlich ganz gut. Ich behalte es. Ich könnte die Säurewolke einfach mal testen, aber... Das wäre zu... Ich habe sie doch... Ach gut, dann teste ich sie. Aber da war noch mehr. Verhexen. Zombiehunde habe ich auf Bass in der Kälte, nicht vergessen. Beschwört ein... Für 12 Sekunden nur. Ein Fetischermann der Gegnergruppen in Hühner verwandelt. Hühner! Verhexte Hühner können nicht angreifen. Normale Hühner schon. So. Annehmen. Gut. Dann mal runter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, und zwar mein Koloss. Der stimmt nicht, der war nämlich weg. Virgil! Ihr Schweine, ihr habt Virgil getötet. Es ist nicht hier.
Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Aber ich hatte doch schon zwei. Das ist ziemlich gut, die Feuerfledermäuse zum Zerstören von Sachen. Zerstört sehr vieles auf einmal. Bin ich also schon fertig mit... Nicht Flotsam, wie heißt das? Wortham. Mit Wortham. Ich guck mal kurz wieder nach oben. Nein, da ist noch was. Ha! Hat sich gelohnt. Wenn es nachts wird in The Witcher, tauchen die Vargäste auf. Dann kann man sie töten. Und Bargästköpfe an den Händlern verkaufen, die die Köpfe im Inventar behalten, bis das Inventar vollklumpt. Und man 300 Bargästköpfe im Inventar der Händler hat. Was nicht wirklich eine gute Sache ist. In der Witcher. So. Ihr habt nicht auf die Teile aufgepasst. Das ist ärgerlich. Schlimm, wenn man sich nicht einmal mehr auf einen alten Mann und seinen Stab vertrauen lassen kann. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Das funktioniert. Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich es? Oh. Könnte ich mal so übel. Aber ich finde etwas Stärkeres. Ich meine, ich werde schon was finden. Wieso kann ich nichts mehr bei dir verkaufen? Jetzt geht's wieder. Vorhin hat sie sich beschwert. Gut. Bevor ich hingehe, haben Miriam und so weitere Gespräche. Anscheinend nicht. Lea ist nicht da. Vielleicht wurde ja Lea entführt. Ich kann mich nicht wirklich an vieles erinnern. Nicht nur Kane gerettet, sondern auch unseren Schmied. Ihr habt nichts mehr zu sagen? Dann erfahre ich mal, was mit den Schwertstücken los ist und mit Kane und Lea. Oh, ja, da ist ein bisschen was los. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. Tu es nicht! All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Wow. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann... Nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Ihm geht's gut. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden.
Nee, oder? Er wird jetzt nicht gleich sterben. Oh, ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Kane? Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Ihr seid nicht schuld. Magda ist die, die für Kanes Tod zahlen muss. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Wer er wirklich ist, spielt jetzt keine Rolle. Ich werde ihn finden und ihm sein Schwert bringen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich werde ihre Fallen überleben. Die Geister haben es mir gesagt. Sie hat sich aber ziemlich schnell gefasst, nachdem ihr Onkel gestorben ist. Ich hatte mich daran nicht mehr erinnert. Ich dachte, er würde überleben. Diese verdammte Macht in mir. Onkel Deckard sagte, ich hätte sie von meiner Mutter. Er versuchte mir mit seiner horadrischen Ausbildung beizubringen, sie zu beherrschen, doch es hat nie funktioniert. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Er war ein großartiger Mann. Also Deckard Kane ist gestorben. Didn't see that coming. Erzählt mir mehr von eurem Orden. Wieso stiehlt man eure Erinnerungen? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Was ist das für eine Magie, mit der euer Orden einem Mann seine Erinnerungen nimmt? Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am dritten Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. In Teganse opferten böse Priester Menschen für ihre eigenen Zwecke. Selbst die Priester hätten sich gewundert, wenn die Geopferten Dankbarkeit gezeigt hätten. Versteht ihr denn nicht? Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ihr seid ein geschickter Kämpfer. Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. Wo ist er jetzt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Im Gefängnis vielleicht? Ich glaube, später treffen wir seinen Bruder. So, ach so, ja, kann ich hier lassen. Pling. Neue Ausrüstung ist wahrscheinlich nicht freigeschaltet. Dann kann mir das egal sein. Wohin soll ich? Hier ist er leicht. Moment. War da was? Nein. Vielleicht sollte ich erstmal durchatmen.